Moin und herzlich willkommen aus dem Nachrichtenhaus der Tagesschau. Das sind die klassischen Worte, mit denen ich die Livestreams hier bei der Tagesschau beginne. Heute seht ihr mich ein bisschen anders und sehen Sie mich ein bisschen anders. Ich trage eine Maske, weil wir einen besonderen Livestream übertragen. Es ist der Abend, an dem Jan Hofer, der Chefsprecher der Tagesschau, seine letzte 20-Uhr-Ausgabe präsentiert. Hier ist er vor wenigen Minuten lang gekommen aus der Redaktion der Tagesschau und dann hierüber Richtung Studio gegangen. Dort wird er jetzt verkabelt. Er bekommt sein Mikro angepasst. Er bekommt auch noch mal das kleine In-Ear-Monitoring verpasst. Das ist das Ding, mit dem ihr auch hört, was die Regie zu sagen hat, falls vielleicht mal ein Beitrag später kommt oder ein Beitrag vorgezogen werden muss. Das alles passiert gleich hier hinter mir in diesem Raum. Wir zeigen in diesem Livestream jetzt mal einen Blick hinter die Kulissen. Was passiert eigentlich so kurz vor der 20-Uhr-Tagesschau, die mehr als 10 Millionen Menschen jeden Abend verfolgen? Und wir zeigen natürlich auch, was passiert während der Sendung, wenn die Beiträge laufen. Eigentlich ein Bild, das niemand sonst kennt. Und jetzt ist er schon da, Jan Hofer, der Chefsprecher der Tagesschau, der heute Abend seinen letzten Auftritt in der 20 Uhr hat. Jan, es sind ganz besondere Bedingungen. Ich wechsle mal einmal die Hand, damit wir weit genug auseinanderstehen können. Ich trage die Maske, du brauchst keine, weil du warst schon in der Maske. Das heißt, du bist schon vollkommen... Dazu führen, dass die Schminke abgeht und das wäre dann nicht so gut, dann musst du wieder nachschminken. Und deswegen haben wir uns darauf verständigt, dass wir ausnahmsweise das dann dürften, kurz vor der Sendung. Genau. Ich habe mir überlegt, was soll ich heute eigentlich anziehen? Ein Anzug wäre, glaube ich, angemessen. So wie das ist genau richtig so. Ja. Hast du dir bei der Auswahl deiner Klamotten jemals Gedanken gemacht? Ja, natürlich, immer wieder. Und das ist ja auch ein bisschen im Laufe der Zeit geändert worden. Also die Mode ändert sich dramatisch. Und wenn man sich alte Bilder anguckt, da hat man Klamotten an, da will man gar nicht drüber nachdenken, dass man die mal anhatte. Kanariengelbe Jacken oder knallrot. Also es hat sich schon sehr geändert, ja. Hast du die Sachen, die du heute anhast, auch speziell für diesen Abend ausgewählt? Nee, das ist eigentlich eine normale Uniform. Wie wird sich dein Kleidungsstil verändern? Kommen die ganzen Anzüge jetzt raus aus dem Schrank? Ja, es kommen einige raus. Es wird dramatisch geändert werden. Ich werde 3 oder 4 behalten, Sommer, Herbst und Winter, für irgendwelche Anlässe. Aber ich werde, glaube ich, mich mehr so in deine Richtung bewegen jetzt. Dann haben wir ungefähr die gleiche Anzahl von Anzügen im Schrank, weil mehr als 3 habe ich nämlich auch nicht. Und der schwarze Beerdigungsanzug wäre heute definitiv nicht angebracht gewesen. Die letzte Sendung steht kurz bevor. Du stehst hier ganz locker, so wie wir dich sonst eben auch kennen um diese Uhrzeit. Wie sieht die Vorbereitung für deine letzte Sendung aus? Die habe ich genauso gemacht wie bisher immer. Das gehört sich auch so. Ich will ja auch eine anständige letzte Sendung abliefern. Aber nach so vielen Jahren ist da so viel Routine dabei. Da kann man auch schon mal ein bisschen lockerer sein. Du hast es ja in verschiedenen Interviews auch schon angedeutet. Es wird vielleicht auch eine persönliche Botschaft am Ende der Ausgabe geben. Die werden wir dann natürlich hier im Livestream auch live übertragen. Sonst sind es die Redakteurinnen und Redakteure, die natürlich recherchierte Texte für dich vorbereiten. Wie ist das heute mit diesen Worten? Liest du die frei? Kommen die frei oder hast du dir was notiert? Nein, die habe ich zwar selber formuliert, aber die sind schon geschrieben, weil die Regie muss Bescheid wissen. Also in der Tagesschau kann man so etwas ungeplant nicht machen. Das hat viel mit der Zeit zu tun. Also wir haben eine begrenzte Sendezeit, anschließend läuft ein ARD Extra und da kann man nicht einfach rumschwurbeln ohne Ende. Da gibt es ein paar nette Worte, die stehen fest, die habe ich vorhin abgeliefert und die sind auf den Prompter geschrieben worden, alles gut. Wir haben in den vergangenen Tagen ganz viele tolle Kommentare von Nutzerinnen und Nutzern bekommen. Einen finde ich zum Beispiel sehr schön heute. Andreas Peter schrieb, im Denkmalschutz heißt es, bewegliche Kulturdenkmale müssen außerdem allgemein sichtbar und zugänglich sein. Dementsprechend gilt es ja wohl noch mal zu prüfen, ob Jan Hofer überhaupt in Rente gehen darf. Ich gehe auch gar nicht in Rente, ehrlich gesagt. Ich werde die Tagesschau verlassen, aber es wird eine Menge spannende Aufgaben nach wie vor geben und ich werde auch weiterhin zu besichtigen sein, also keine Bange. Da sind wir gespannt, wo das dann sein wird. Es sind jetzt noch 9 Minuten vor der Sendung. Das heißt, einen Augenblick hast du noch. Dein Mikrofon hast du schon angesteckt, weiß ich. Genau, habe ich schon angesteckt. Werde ich gleich einschalten, wenn ich ins Studio gehe und dann geht's los. Maske hast du auch schon hinter dir, weil du nämlich schon verschiedene Interviews heute auch gegeben hast. Wirst du diesen Ablauf vermissen? Ja, zunächst einmal nicht. Zunächst einmal will ich mich einfach mal ausruhen. Ich habe jetzt das ganze Jahr coronamäßig wirklich durchgeknüppelt, Tag- und Nachtarbeit und Doppelschicht und was weiß ich alles. Jetzt werde ich mich erstmal in einen Urlaub begeben. Was danach kommt, das weiß ich noch nicht. Ich könnte mir vorstellen, ich weiß auf jeden Fall eines, ich werde keine Albträume mehr haben, dass ich
aus der Redaktion komme und das Studio nicht finde. Das ist so ein wiederkehrender Traum. Ich hoffe, dass der mir jetzt verschont bleibt. Ich kenne das von vielen Radiomoderatoren, die dann Sorge haben, dass irgendwie sie den Mund aufmachen und keine Sprache mehr rauskommt. Gab es sonst andere Dinge, vor denen du irgendwie Sorge hattest, wenn du ins Studio gegangen bist? Ah ja, manchmal hat man einen schlechten Tag, ist man mit dem falschen Bein aufgestanden. Dann hat man versucht, sich so gut wie möglich vorzubereiten. Aber wenn man nicht konzentriert ist, kann man das auch nicht erzwingen. Und dann kommt eben der Versprecher. Und dann gibt's nur eine einzige Möglichkeit, dem zu entgehen. Man darf auch nicht eine Zehntelsekunde darüber nachdenken, sondern man muss einfach weitermachen und an die nächste Meldung denken. Sonst hängt man schon wieder dran. Es gab in den vergangenen Tagen unzählige Interviews mit dir auf verschiedenen Webseiten, in Zeitungen. Das Beste tatsächlich, muss ich sagen, nicht weil ich sagen muss, sondern weil ich es finde, bei den Kolleginnen und Kollegen von tagesschau.de, der Kollege Ecki Aretz hat ein tolles Interview mit dir geführt, wo du dann am Ende gesagt hast, dass du schon auch so ein bisschen mit einem mulmigen Gefühl in diese letzte Sendung gehst. Wie ist es jetzt tatsächlich, 7 Minuten vorher? Es ist ein bisschen mulmig, muss ich sagen, weil ich weiß, dass jetzt unglaublich viele Leute zugucken. Es ist so merkwürdig, also man hat eine Kamera vor sich und das ist nur ein einziges Auge. Also ich habe nur einen Zuschauer und das ist die Kamera. Und trotzdem weiß man, da sitzen jetzt unglaublich viele Leute und verfolgen das. Und das macht einen schon ein bisschen nervös. Dann wollen wir dich mit deiner Nervosität mal nicht noch viel länger aufhalten. Gehst du jetzt schon direkt ins Studio? Ja. Dann begleiten wir dich noch direkt auf dem letzten Weg ins Studio mit den Userinnen und Usern, die uns auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen der Tagesschau folgen. Und wir sind natürlich auch live bei tagesschau.de und in der Tagesschau-App. Und das ist der Moment, der letzte, in dem Jan Hofer zum letzten Mal in die 20 Uhr Tagesschau geht. Da schließt sich die Tür hinter ihm. Für diesen besonderen Moment. Das ist tatsächlich eine Tür, die auch mit einem Schloss gesichert ist, wo man dann die Karten erfährt. Und wo man dann nochmal schauen muss, wie man da tatsächlich dann rein und rauskommt aus diesem Studio. Wir haben in den vergangenen Tagen viel darüber gesprochen, dass Jan Hofer nach 35 Jahren die Tagesschau verlässt. Viele von Ihnen haben sehr nette Ideen dazu gehabt und uns Videos geschickt. Und die haben wir Jan gezeigt und die Reaktion wollen wir nicht vorenthalten. Deine letzte Tagesschau nach 35 Jahren steht an. Das ist krass, das ist länger, als ich auf der Welt bin. Ich habe mehr als die Hälfte meines Lebens hier verbracht. Das ist auch eine ganz schön lange Zeit, ne? Finde ich schon. Das hat mir tatsächlich fast ein paar Tränchen ins Auge gedrückt. Oh Mann, Cheffe, wie soll denn das jetzt werden ohne Sie? Ja, frage ich mich auch. Wenn ich denken kann, haben sich meine Eltern früher immer die Tagesschau angeguckt. Und jedes Mal, wenn Sie zu sehen waren, war da so ein krasser Wiedererkennungswert. Vor allem Ihre Stimme, das ist für mich einfach die Tagesschau. Sie sind mein Justin Bieber unter den Tagesschau-Sprechern. Einfach nur der Beste. Und für Menschen wie mich, die im Ausland leben und die Tagesschau via Stream schauen, auch ein Stück Heimatgefühl. Also das sind ja so Aussagen, die kriegt man ja nie mit, weil man immer im Studio ist und immer mit anderen Dingen beschäftigt ist. Mich rührt das richtig an. Ich finde es auch ganz toll, wie viele junge Leute dabei sind. Und das ist ja genau das, was wir wollen. Mehr junge Leute für Politik, für Gesellschaft und für die Dinge, die Themen des Lebens zu begeistern. Und das ist ja toll, wirklich irre. And I will always remember this. Das ist das erste deutsche Fernsehen mit dem Tagesschau. Was ist das für ein bizarres Jahr? Krisen, Corona, Lockdown, alles da. Immer brisanter wird die Frage, wo kriege ich noch verlässliche Informationen dieser Tage? Umso wichtiger ist unsere Instanz im deutschen Fernsehen, die einem hilft, die Welt ein Stück weit besser zu verstehen. Wer es ist, jeder weiß es ganz genau. Es sind die Sprecher von der Tagesschau. Voran geht der Chefsprecher Herr Hofer und liefert uns die wichtigsten Infos direkt ans Sofa. Und wir haben uns immer gefreut, wenn Sie dran waren mit den Nachrichten. Auch wenn die Nachricht nicht immer schön war, konnte man sich auf ihre Berichterstattung verlassen. In deiner freundlichen, verbindlichen, seriösen Art. Schöne Nachrichten wie den Mauerfall, schlechte Nachrichten wie den 9/11. Sie sind Teil der deutschen Geschichte. Ich hoffe, du bleibst aktiv auf deinem Social Media. Ja, bleib ich. Aber ist das nicht toll, dass jeder so seinen eigenen Fernsehen machen kann und jeder seine Meinung sagen kann und mit einer unglaublichen Kreativität da rangeht? Ist doch unfassbar, oder? Also ich finde das eine unglaubliche Zeit. Bleib so, wie du bist und wir wünschen dir nur das Beste.
ich werde dich so vermissen. Als stabile Säule, als Fels neben mir, unerschütterlich im Nachrichtenstudio und vor allem als jemand, der vor und nach der Sendung immer so herzzerreißende Bilder von seinem Sohn gezeigt hat. Ja, ich habe immer Bilder von meinem kleinen Sohn gezeigt und ich glaube, ich habe ganze Redaktionsgenerationen damit genervt, aber ist mir egal. Ich werde dein guten Abend, meine Damen und Herren, sicherlich sehr vermissen. Wir werden Sie vermissen. Zumal ich mich noch sehr, sehr gut erinnern kann, als ich damals den Anruf von Ihnen bekommen habe und Sie mir gesagt haben, dass ich die neue 20-Uhr-Sprecherin bin. Das ist ein Moment, den werde ich so schnell nicht vergessen, also quasi nie. Danke für alles und Sie haben den Ruhestand mehr als verdient. Mit Ausschlafen und ohne Schichten und ohne von Politik zu berichten. Toben Sie sich aus, bereisen Sie die Welt. Klar ist, Sie bleiben mein Tagesschauheld. Genau das. Wenn ich so schön lächeln könnte wie Sie, dann würde ich es immer tun. Ich hoffe wirklich, dass jemand kommen kann, der in seine Fußstapfen treten wird. Und nichtsdestotrotz wünsche ich unserem Ehrenbruder Jan immer nur das Beste im Leben. Bleiben Sie gesund und fröhlich. Zum Wetter, alles wird gut. Wir melden uns später. Tag. Wir sagen Tagesciao. Ciao. Tschüss. Wir sagen Danke, Tschüss und Hashtag Ehrenjan. Und natürlich wünschen wir Ihnen noch einen schönen Abend. Abschließend kann man nur sagen, einen besseren Nachrichtensprecher werden wir wohl nie haben. Ja, ist ein bisschen übertrieben, aber ich muss sagen, es rührt mich wirklich an. Habe ich nicht mit gerechnet, dass so viele Sachen kommen und dass sich so viele Leute auch Gedanken gemacht haben darüber. Aber eins kann ich versprechen, ich bin nicht verschwunden, ich bin auch nicht im Ruhestand. Ich höre zwar bei der Tagesschau auf und mit dem Schichtdienst und diesen Dingen, aber ich werde euch noch ein bisschen erhalten bleiben. Seid mal gespannt. Es sind die letzten Sekunden, bevor Jan Hofers letzte 20-Uhr-Ausgabe der Tagesschau und überhaupt der letzte Auftritt von Jan Hofer in der Tagesschau stattfinden wird. Wir übertragen das Ganze gleich im geteilten Bildschirm und es wird natürlich auch am Ende der Sendung noch eine Überraschung für Jan Hofer geben. Wenn Sie die nicht verpassen wollen, dann sollten Sie auf jeden Fall jetzt im Livestream der 20-Uhr-Tagesschau dranbleiben, auch wenn vielleicht nicht sofort bemerkbar wird, dass es die letzte Ausgabe von Jan Hofer ist. Corduna Niggemeier hat auf Facebook geschrieben, alles Gute Jan Hofer, danke für 35 Jahre. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Kurz vor dem harten Lockdown hat Bundespräsident Steinmeier die Menschen in Deutschland eindringlich aufgerufen, die Maßnahmen gegen das Coronavirus zu unterstützen. Sonst drohe das Infektionsgeschehen außer Kontrolle zu geraten. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert-Koch-Institut binnen 24 Stunden 16.362 Neuinfektionen, etwa 4.000 mehr als vor einer Woche. Die Werte sind montags meist niedriger, unter anderem, weil am Wochenende weniger getestet wird. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Virus stieg um 188. Countdown im Weihnachtsgeschäft. Nur noch 2 Tage bis zum Lockdown. Der ganz große Ansturm blieb heute aus. Aber mancherorts, wie hier in Berlin, war es dann doch viel zu voll. Die Schlange hier war schon sehr, sehr lang und ich habe eine andere Kasse gefunden. Aber ich würde jetzt nicht mich heute Nachmittag noch ins Getümmel stürzen. Ich habe Verständnis, dass die großen Kaufhäuser geschlossen werden. Für den unabhängigen kleinen Einzelhandel finde ich sehr schwierig und sehr bedauerlich. Es ist super unvernünftig, aber man braucht halt doch irgendwie Weihnachtsgeschenke. Ich finde es nicht so gut, alles online zu kaufen. Und ich glaube, man muss die Läden schon auch irgendwo noch unterstützen. Auf Weihnachtsgeschenke verzichten, lieber Gutscheine schenken, das hatte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier empfohlen.
Damit die Geschäfte den Lockdown überleben, will die Regierung ab Januar die sogenannte Überbrückungshilfe 3 zahlen. Eine Rezession wie im Frühjahr fürchtet Altmaier nicht. Wir haben umfassende Wirtschaftshilfen bereitgestellt. Wir möchten, dass die Einzelhändler in den Innenstädten überleben, denn sie sind Teil unserer Einkaufskultur. Im Augenblick müssen wir in vielen Bereichen soziale Kontakte reduzieren. Das trifft auch den Einzelhandel hart. Besonders in Sachsen. Gähnende Leere in der Leipziger Innenstadt. Hier gilt der Lockdown schon seit heute. Die Geschäfte geschlossen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier machte am Morgen noch einmal klar, in welcher historischen Ausnahmesituation sich Deutschland befinde und appellierte eindringlich an die Eigenverantwortung. Es hängt an uns und wir wissen, was zu tun ist. Feiern lassen sich nachholen und über Geschenke freuen sich Freunde und Verwandte auch später noch. Weniger Konsum, mehr Nachdenklichkeit. Das ist das Motto dieser Vorweihnachtszeit. Schon heute sind viele Schülerinnen und Schüler in Deutschland zu Hause geblieben. Von Mittwoch an sind die meisten Schulen geschlossen oder die Präsenzpflicht wird ausgesetzt. Die Regelungen in den Bundesländern sind unterschiedlich. Sie reichen vom Zuhausebleiben ohne Lernen über Hausaufgaben bis hin zu Fernunterricht. Online, auf Distanz. Unterricht, wie er in dieser Lockdown-Woche mehrheitlich aussehen sollte. Karin Schneider ist froh, dass ihre Schule für diesen Fall rechtzeitig vorbereitet war. Dass es jetzt hier bei uns funktioniert, ist natürlich ein großes Glück. Aber wir haben auch viel Arbeit reingesteckt im letzten halben Jahr, im letzten Dreivierteljahr, um auch da zu stehen, dass wir heute Morgen hier ganz cool um 8 Uhr sagen konnten, läuft. Solche vollen Klassenzimmer wie an dieser Iserlohner Grundschule sollen vermieden werden. Doch nicht alle Eltern konnten so kurzfristig Ersatzbetreuung organisieren. Die Präsenzpflicht ist in Nordrhein-Westfalen, wie auch den meisten anderen Bundesländern wie Brandenburg oder Hamburg, für viele Stufen aufgehoben. Dadurch, dass das halt die letzte Woche vor den Ferien war, ist das nicht so schlimm. Wäre das jetzt vor 3 Wochen passiert, wäre das natürlich anders gewesen. Man hätte zwar sowieso keinen Unterricht mehr vorher gehabt, aber ich finde es trotzdem auf eine Art schwierig, vor allem, weil ja auch zwischendurch immer mal Unterricht ausgefallen ist. Anders plant Sachsen. Schülerinnen und Schüler lernen zu Hause. Die Schulen sind seit heute geschlossen. Bayern schließt Mittwoch. Womöglich sollen Notbetreuungen organisiert werden. Wir werden das recht großzügig ausgestalten. Ich sage aber auch deutlich, wir werden es auch so ausgestalten, dass den Zielen der Kontaktbeschränkung auch Genüge geleistet wird. Das heißt, jetzt nicht alle Kinder zusammenpacken, die Notbetreuung wollen, sondern eben auch entsprechend trennen. Trotzdem, in vielen Bundesländern sollen Klausuren vor allem in den Prüfungsjahrgängen noch stattfinden. Bis dann die Schulen wieder regulär öffnen, ist es noch eine große Herausforderung für Eltern, Lehrer und Schüler. Die Regelungen für die Schulen in den einzelnen Bundesländern finden Sie auf tagesschau.de. Mehr zum harten Lockdown in einem ARD Extra im Anschluss an diese Tagesschau und bei Hart aber fair um 21.15 Uhr. In den USA und Kanada haben die Impfungen gegen das Coronavirus begonnen. In beiden Ländern hat das Mittel des Mainzer Unternehmens BioNTech und seines US-Partners Pfizer eine Notzulassung erhalten. Die erste Impfung bekam eine Krankenschwester in New York. In allen US-Bundesstaaten soll noch heute eine Impfkampagne anlaufen. Seit Beginn der Pandemie sind in den USA bislang fast 300.000 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Nach einer monatelangen Hängepartie wegen der Corona-Pandemie will die CDU ihren neuen Vorsitzenden Mitte Januar wählen. Abgestimmt werden soll auf dem Online-Parteitag digital mit abschließender Briefwahl. Das hat der CDU-Vorstand beschlossen. Als Kandidaten für die Nachfolge von CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer bewerben sich NRW-Ministerpräsident Laschet, Ex-Fraktionschef Merz und der Außenexperte Röttgen. Kandidatencheck im Adenauerhaus, öffentliches Schaulaufen bei der CDU. Merz, Laschet, Röttgen, wer wird neuer Parteichef? Jeder wirbt 90 Sekunden für sich. Ich möchte die Führung der CDU in diesem Superwahljahr 2021 übernehmen. Wirklich voller Motivation und voller Energie. Das christliche Menschenbild in jede Zeit zu übersetzen, das ist das, was wir gerade in der jetzigen Zeit brauchen. Eine werteorientierte Politik. In den letzten Jahren ist kein Stein auf dem anderen geblieben. Und wir sind am Beginn eines Jahrzehnts, wo es so weitergehen wird. Es wird weiter Umbrüche geben. Was mich umtreibt, sind wir als Land darauf vorbereitet.
So ähnlich könnte es auch auf dem Parteitag ablaufen. Die Kandidaten stellen sich an einem Ort vor. Die 1001 Delegierten stimmen digital ab. Alle Kandidaten müssen die digitale Vorauswahl akzeptieren. Der Sieger wird dann noch per Briefwahl rechtsverbindlich bestätigt. Die Partei betritt hier Neuland, so der Generalsekretär. Die CDU ist die erste Partei Deutschlands, die auf einem digitalen Parteitag unter der Maßgabe der jetzigen Rechtslage einen Vorstand wählen wird. Die Staatsrechtlerin Sophie Schönberg hat Zweifel an der Rechtssicherheit. Wenn man es danach einfach nur mit einer Briefwahl absichert, ist das ja ein reiner Proforma-Akt. Die eigentliche Willensbildung ist digital erfolgt und genau das ist jedenfalls nach der wahrscheinlicheren Auslegung vom Gesetz im Moment nicht gedeckt. Das Problem, auch nach der digitalen Vorauswahl haben andere Kandidaten immer noch das Recht, sich auf die Briefwahlliste setzen zu lassen. Die CDU spielt auf Risiko. Der Digitalparteitag kann nur gelingen, wenn sich alle disziplinieren und das Ergebnis akzeptieren. Die Kandidaten und die Delegierten. Alles andere wäre eine Blamage und würde dem neuen Parteichef gleich zu Beginn Steine in den Weg legen. Knapp 6 Wochen nach der US-Wahl kann Joe Biden heute einen weiteren Schritt auf dem Weg ins Weiße Haus machen. Die Wahlleute aller Bundesstaaten geben ihre Stimmen ab. Hier Bilder aus Georgia. 306 Wahlfrauen und Männer sind von den Demokraten nominiert, 232 von den Republikanern. Die Abstimmung gilt als Formalie. Die Vereidigung Bidens soll Ende Januar stattfinden. 4 Monate nach dem Anschlag auf den Kreml-Gegner Nawalny sind neue Erkenntnisse bekannt geworden. Nach Recherchen mehrerer Medien sollen mindestens 8 russische Agenten das Attentat verübt haben. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel veröffentlichte jetzt die Namen der mutmaßlichen Mitarbeiter des Inlandsgeheimdienstes FSB. Nawalny war im August nach der Vergiftung mit einem Nervenkampfstoff zusammengebrochen. Der 44-Jährige wurde dann in der Berliner Charité behandelt. Eine Recherche, die es in sich hat. 8 Mitarbeiter des russischen Geheimdienstes FSB, heißt es, sollen hinter dem Giftanschlag auf den Kreml-Gegner Alexei Nawalny stecken. Monatelang haben Investigativjournalisten der Portale Bellingcat und The Insider Daten ausgewertet, unterstützt von internationalen Medien wie dem Spiegel und CNN. In wechselnder Besetzung hätten diese Agenten Nawalny über lange Zeit begleitet und überwacht. Einer habe gar in seinem Wohnblock gewohnt. Unter den Männern, sagt einer der Journalisten, seien Ärzte und Chemiker. Da waren auch Chemiewaffenexperten dabei. Einer hat früher in dem Geheimlabor gearbeitet, das Nowitschok hergestellt hat. Solche Leute schickt man nicht auf eine einfache Beschattung. Auch auf der Sibirienreise, auf der Nawalny im August vergiftet wurde, sollen 3 Männer der Gruppe dabei gewesen sein. Nawalny wurde später in der Charité behandelt, ist immer noch in Deutschland. Heute meldete er sich auf seinem in Russland sehr populären Videokanal. Ich weiß jetzt, wer mich umbringen wollte. Ich weiß, wo sie wohnen, wo sie arbeiten. Ich kenne ihre echten und falschen Namen. In den Stunden, in denen Nawalny das Gift wohl verabreicht bekam, hätten die Männer mehrfach mit einem Moskauer Labor telefoniert, das früher Chemiewaffen hergestellt habe. Russland hat im Fall Nawalny bislang keine Ermittlungen eingeleitet. Präsident Putin hatte erst am Donnerstag gesagt, er sehe dazu keine Voraussetzungen. In der Fußball-Champions League treffen die deutschen Mannschaften im Achtelfinale auf Gegner aus England, Spanien und Italien. Das hat die Auslosung am Mittag ergeben. Leipzig trifft auf Liverpool, Borussia Mönchengladbach spielt gegen Manchester City, Borussia Dortmund tritt beim FC Sevilla an und Titelverteidiger Bayern München bei Lazio Rom. In der nächsten Runde der Europa League spielt Leverkusen bei den Young Boys Bern und Hoffenheim beim norwegischen Club Molde FK. Deutschlands Handballerinnen haben den 2. Sieg in der Hauptrunde der Europameisterschaft verpasst. Die DHB-Auswahl von Trainer Gröner verlor im dänischen Kolding ganz knapp gegen Weltmeister Niederlande mit 27-28. Sie muss nun um den Einzug ins Halbfinale zittern. Er galt als Meister der Spannung und scharfer Beobachter der Zeitgeschichte. Der Autor Jean le Carré ist mit 89 Jahren gestorben. 6 Jahrzehnte lang entführte er seine Leserschaft in die Abgründe der Agentenwelt, garniert mit Lügen, Liebe und Verrat. Weltbekannt wurde der Brite 1963 mit seinem Roman Der Spion, der aus der Kälte kam. US-Autor Stephen King würdigte Le Carré als literarischen Giganten.
Für einen Schriftsteller war John le Carré ziemlich oft auf dem roten Teppich zu sehen. Seine Spionage-Thriller, immer wieder Vorlage für eine Reihe von Filmen und Serien. Der Meisterspion George Smiley ist seine berühmteste Erfindung. You're just the messenger. Wie in Dame, König, Ass, Spion. Smiley, eine Art Gegenentwurf zu James Bond, mehr gebeutelt als heldenhaft. Sein Faible für Schnüffelei ist kein Zufall. John le Carré ist in den 60ern selbst für den Geheimdienst tätig, als Agent. I find that really fascinating. Was mich am meisten fasziniert hat, Verhöre. Ich habe ziemlich viele gemacht, aber immer auf freundliche Art, eher wie eine Besprechung. Noch während er selbst spioniert, schreibt John le Carré Romane. Der Spion, der aus der Kälte kam, ist 1963 sein Durchbruch. Seine Romanagenten sind keine Helden, wie er selbst auch nicht. Fantasie gepaart mit Selbsterfahrung sind die Zutaten seiner zahlreichen Bestseller. Le Carré ist auch ein politischer Geist mit Sorgen über den Brexit. Sehr besorgt über unseren Mangel an starken Verbündeten und die Ungewissheit über unsere künftige Rolle in der Welt. John le Carré heißt, ganz agententypisch, übrigens in Wahrheit David Cornwell. Nun ist er im Alter von 89 Jahren gestorben. Ja, und wir sind nun hier zu zweit, weil im ersten deutschen Fernsehen heute eine Ära zu Ende geht. Jan Hofer präsentiert zum letzten Mal die Tagesschau. Kein Sprecher der bekanntesten deutschen Nachrichtensendung war so viele Jahre am Stück zu sehen wie der gebürtige Rheinländer. Dabei begann seine Tagesschau-Karriere in den 1980er Jahren eher unspektakulär. Anfangs präsentierte er die Nachrichten oft nachts zum Sendeschluss. Knapp zwei Wochen nach der Reaktor. Mehr als 35 Jahre Tagesschau. Das waren mehr als 35 Jahre Zeitgeschichte und auch Mode. Doch egal, was draußen in der Welt los war, der erste Satz war immer derselbe. Guten Abend, meine Damen und Herren. Als erster Deutscher hat heute Boris Becker das Endspiel im Herreneinzel von Wimbledon. Es begann unter anderem mit dem Wimbledon-Sieg eines 17-Jährigen. Schon bald gab es offene Grenzen. 2001 bestimmten die Anschläge in den USA lange die Nachrichtenlage. Doch natürlich ging es manchmal auch um das adäquate Krisenmanagement. Jetzt die 9B. Sie ist damit die einzige Stellvertreterin des Parteivorsitzes. Etliche internationale Regierungschefs kamen und gingen, nicht so in Deutschland. Von 1985 bis heute hatte Hofer nur Bundeskanzler Kohl, Bundeskanzler Schröder und Bundeskanzlerin Merkel in seinen Texten. Manchmal änderten sich Wörter in Jan Hofers Tagesschau, aber auch in Sekundenschnelle. Morgen bleibt es kalt, warm. Ich verbinde insbesondere die 20 Uhr mit ihm. Er ist ein so verlässlicher Begleiter eines Abends, dass ich ihn sehr vermissen werde. Deutschland fiebert dem WM-Finale. Unvergessen die Diskussion über sein vermeintlich argentinisches Outfit wenige Minuten vor Beginn des WM-Finales 2014. Spätestens da hatte er verstanden, worum es in der Tagesschau auch geht, nämlich zum richtigen Zeitpunkt die richtige Krawatte zu tragen, ob im ersten deutschen Fernsehen oder auf dem Videoportal TikTok. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 15. Dezember. Ein Atlantiktief lenkt Wolken und milde Luft nach Deutschland. Der Südosten profitiert noch von dem Balkanhoch. Im Osten und Südosten ist es heute Nacht teils neblig oder wolkig, teils aufgelockert. Sonst gibt's dichte Wolken und gebietsweise Regen. Morgen von der Lausitz bis zu den Alpen meist trocken und mitunter etwas Sonne. Im übrigen Land Wolken verhangen und zeitweise fällt Regen. Später gibt's im äußersten Westen ein paar Wolkenlücken. Im Rheinland heute Nacht nahe 10 Grad, in Bayern dagegen leichter Frost. An der Donau im Dauernebel morgen um 3, entlang des Rheins über 10 Grad. Am Mittwoch im Südosten etwas Regen, der stellenweise gefrieren kann, sonst eine Mischung aus Nebel, Wolken und Sonnenschein. Die gibt's am Donnerstag im Südosten, vom Westen bis in die Mitte gebietsweise Regen. Am Freitag erwartet uns dann ruhiges Hochdruckwetter. Um 22.30 Uhr meldet sich Ingo Zamperoni mit den Tagesthemen. Meine Damen und Herren, das war nach fast 36 Jahren meine letzte Tagesschau. Ein großes Dankeschön dafür, dass Sie uns und mir so viele Jahre die Treue gehalten haben. Danke auch für die unglaublich vielen guten Wünsche, die mich in den letzten Tagen erreicht haben. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mit dieser überwältigenden Anzahl. Und ich bitte um Verständnis, dass ich nicht alle beantworten kann, aber glauben Sie mir, ich habe jeden einzelnen dieser Wünsche gelesen und gesehen.
Ein großer Dank gilt auch den Kolleginnen und Kollegen vor und hinter der Kamera, in der Redaktion, in der Technik und natürlich dem Sprecher- und Moderatorenteam. Alle haben nur ein Bestreben, und das ist, für Sie die beste Nachrichtensendung zu machen. Und das wird auch so bleiben. Für mich aber heute heißt es zum letzten Mal, guten Abend, meine Damen und Herren, machen Sie es gut. Und nun zur Corona-Pandemie, das ARD Extra mit Jesse Wellmann.